Moino! Heute schauen wir uns die Animal Crossing New Horizons Direct an. Uns wurde ja das Café von Kofi versprochen, den man schon aus Animal Crossing New Leaf für den Nintendo 3DS kennt. Für mich wird das Ganze komplett neu sein, weil ich halt den 3DS-Teil noch nicht gespielt habe. Kommt bestimmt demnächst mal. Also abonniert den Kanal, wenn ihr das sehen wollt. Kommt in 4K, yeah! Und ich bin sehr gespannt, wie ein Starbucks auf einer Insel funktionieren wird und wie sie den Umsatz reinholen wollen. Auf jeden Fall finde ich die Idee schon mal ganz geil. Aber wir haben so lange keinen neuen Content von Animal Crossing gesehen. Ich erwarte durchaus noch etwas mehr. Zumal diese Direct auch 20 Minuten lang gehen wird. Also da muss schon mehr kommen, um das Spiel wiederzubeleben, weil ich glaube, die meisten haben auch schon ihr Interesse verloren. Ich selber habe ja auch schon mein Let's Play beendet, weil ich die Hoffnung verloren hatte, dass da noch was kommt. Obwohl sie ja gesagt hatten, ja, wir supporten das Spiel, ich glaube, 2 Jahre oder so. Wir gucken mal, wir gucken mal. Warum kein 8K? Die Leute sind nie zufrieden. Nie, 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 nie. WTF YouTube, warum? Was los? Peggy 3. Weil es wieder leckt, aber ich hoffe, das wird sich gleich gefangen haben. Es geht nämlich los. Hello everyone. Thank you for tuning in to the Animal Crossing New Horizons Direct. Yay! Today, we'll be going over the details of the update for Animal Crossing New Horizons. The update is scheduled to be released on November 5th. 5. November kommt das Ganze. Let's Gut, take a dass man look nicht at so the lange free warten muss. content coming to your island. Und natürlich kostenlos. Ah, aber es überschneidet sich so ein bisschen mit meinem Mario Party Let's Play. Damn. Kommt dann wahrscheinlich bei mir ein bisschen später, Leute. Something's coming to the museum. Genau, das haben wir schon in der Nintendo Direct gesehen. Das Café wird ins Museum integriert und jetzt sehen wir es This is the erstmals. Roost, a cafe owned by the composed Brewster. Schönes Design, besonders schöne Musik. Kick Feier back and ich. relax while Brewster serves you up a cup of his finest hand-selected coffee. Ich habe meinen leider vor 5 Minuten ausgetrunken. Füll mal nach, bitte. You might run into some island residents here. Ah, ich freue mich schon, mit den ganzen Girls hier einen By Kaffee using zu the Animal trinken. Crossing series amiibo figures and amiibo cards in the Roost, you can invite characters of your choosing. Some of Oh. them may bring along company as well. Oh, das ist ja krass. Auch wenn ich Multiple keine players Karten can also habe. visit at the same time. Why not savor a relaxing cup of joe together? Sieht nice aus. Ja, finde ich aus. Design ist sehr schön. This Ah, is Amiibo Captain. funktionieren ja auch. Ein You paar find Amiibo him habe ich, lounging genau. around on your island's pier. Looks like he'll ferry you to a destination via his boat. His pride and joy. Ihn kennen wir aus dem Original GameCube Let's Play. It's worth the journey Das just to ist be geil. serenaded by his sea shanties. Wenn da jetzt noch Delfine auftauchen würden, wäre es brutal nice. Und es gibt neue Inseln zu sehen. Oh, neues Material. Was ist das? Mysteriöse Ranken. Oha, was? Wechselnde Jahreszeiten auf einer Insel? Wie geht das denn? Oh, bitte gebt uns doch den Bürgermeister. Wir alle vermissen doch den Bürgermeister, oder? Looks like Harv wants to create a plaza with Wer all ist sie sorts of denn? shops, with a little help from his longtime friend Harriet. Consider contributing some bells to the cause. Okay, ich brauche wieder dringend Geld. Eventually, familiar island visitors like Sahara and Kix will set up shop here. Oh, kann man dann dauerhaft bei denen die Sachen kaufen? Reasons Das wäre nice. help customize ready-made furniture that you can't customize on your own. Oh, kann man nicht verändern, okay. Aber das sind dann bestimmt sehr krasse Dinge.
In addition, Katrina will reveal your fortune for that day. Komm, jetzt sind doch alle wieder da. Ja, da ist er, ich wollte es gerade sagen. Aber er bleibt auf dieser Insel. Kriegt wahrscheinlich eine Sonderrolle. Okay, sie ist Friseurin, alles klar. Das sind schon sehr coole Neuerungen jetzt. Runden das Spiel schön ab. Fehlt noch irgendein wichtiger Charakter? Ich glaube, jetzt haben sie alle irgendwie untergebracht, ne? Findest du Geld gut? Nee, aber notwendig. Da sehe ich mich nicht drinne. Einfach Wii Fit kombiniert mit Animal Crossing. The resident representative can now enact island ordinances. Was heißt das? Early bird ordinance, for example. This will make all island residents awake and active earlier in the morning. Oh, wie unmenschlich! Wir können alle zu einer bestimmten Uhrzeit aufwecken. So 5 Uhr früh oder so. Services offered by Tom Nook have been upgraded. More exterior options are available. You can ui. Also, storage expansion services just got bigger. Noch größeres Lager? Storage held up to 2400 items. With 3 more expansions, it now holds up to 5000. Yo. Newly added redeemable items will be available for Nook Miles. Let's see what else you can do with your miles. Cooking is coming to DIY recipes. Kochen? Was? Combine ingredients like tomatoes. Was? Wheat. Sugar cane. Das wird einfach so ein Farming Simulator. Why not make a delicious inklusive meal Cooking Mama. Kann man das Essen dann mit seinen Bewohnern futtern? Lecker! You can make all sorts of dishes to lay across the dining table. Bon appetit! Mitsamt Teller, na gut. With a pro decorating license, lighting and ceiling decor. Also zusammen essen scheint nicht zu gehen, aber vielleicht können wir das Essen verschenken. Ah, jetzt haben sie sich aber schon einiges überlegt für das Update. Mehr als ich jetzt erwartet hatte sogar. With these, more design options will be at your disposal. Das ist auch genial, dass man jetzt mehrere Tapeten in einem Raum haben kann. Okay. Plus 9 fence types, including park fencing, block fencing, and corrugated iron fencing will be added, letting you diversify your island even more. Ey, es wird ja so gut wie jeder Aspekt nochmal erweitert. Boah, der Eiszaun ist für den Winter natürlich Schock. Ich frage mich nur gerade, wie soll ich denn all diesen Content featuren? Das ist ja, also, schwierig. Hä, was? Einfach Ego-Perspektive? Achso. Ja, ja doch, eigentlich schon. Das ist mal geil. Jetzt wird's ja langsam schon ein neues Spiel. Böse Zungen würden auch sagen, nein, jetzt ist das Spiel vollständig. Ey, also, es wird wirklich alles erweitert. Alles. Bouncing to music are being added as well.
Get communicating even more with these reactions. Kochen und Farmen sind schon ein guter Grund, wieder zu spielen. Finde ich auch ganz geil. You'll be able to ease into island living. Additionally, you'll be able to acquire more furniture. Oh, noch mehr Spezialgegenstände für die Meilen. Die habe ich immer am meisten gefeiert. Yeah. Dann? Storage shed will come in handy. It connects to your home storage and can be placed almost anywhere on your island. So use it to easily store items or take them out. Geil. And when you need bells from your account, this ABD should also be handy. Man kann sich einfach einen Bankautomat irgendwo hinstellen. Das ist episch, genauso wie das mit dem Lager. Das hat so abgefuckt, wenn du voll warst und immer nach Hause musstest. Jetzt kannst du es in die Mitte der Insel oder auf die andere Seite stellen, um einfach Laufwege zu verkürzen und Frust zu vermindern. Noch mehr Lieder. You can even enjoy them from this gorgeous sounding music box, a newly added furniture item. Brauche aber erstmal wieder Meilen. Ja, ich auch. Ja. Das wird das Problem sein. Hä, was? When you find gyroid fragments, then plant and water them. They'll mature into a lovely gyroid overnight. Hä? Also früher waren die ja dazu da, um zu speichern und Briefe zu empfangen. Gyroids make rather interesting sounds. Experiment with different gyroid combinations or test them with music to bask in fresh harmonies. Das ist ja eine geniale Idee. To match a room's atmosphere. Nook's Cranny will have newly added furniture types available, like ceiling decor. The shop will also get furniture that's never been seen. Ich will mehrere Inseln pro Switch. Ja, was die Speicherdaten angeht, haben sie das nicht so gut gelöst, das stimmt. You'll be able to permanently place ladders on cliffs with the ladder setup kit. It's super handy for getting around your island. This DIY das sind wirklich verdammt gute Neuerungen. Ich habe das Spiel immer kritisiert für Quality of Life Probleme. Sehr vieles lösen sie gerade. Sowas hat mich auch brutal abgefuckt immer, dass du das immer verschieben musstest und dann war das zu weit weg. Danke! Weil das sah so scheiße aus. Du sitzt da und dein Tisch ist 5 Meter weg, du willst ihn so fressen. Sieht total kacke aus, jetzt kann man sich endlich mal dazwischen quetschen. Geil! What do you think? You nice. Experience this new content in various ways, some of them outside of what we've shown you today. This free update, version 2.0, launches November 5th. Das hat auch die Bezeichnung 2.0 wirklich verdient. Oh, stimmt, eine Sache fehlt noch. Der Laden hätte noch vergrößert werden müssen. Da gebe ich euch recht, das fehlt mir auch noch. Oh, letztes großes Update. Also danach kommt nichts mehr. Außer kleine Sachen, aber da sollte man mit nichts mehr rechnen eigentlich. Okay, also das mit dem Laden, da bin ich bei euch, das fehlt mir auch noch. Aber sonst haben sie wirklich fast alles gefixt, was mich abgefuckt hat. Was wird das denn jetzt hier? I want to go to work? Man hat jetzt einen Job? Hallo, ich bin auf diese Insel gegangen, um mein Leben zu chillen. Ich will nicht arbeiten. Ach so, die haben einfach Malediven. Was? Die haben einfach Malediven integriert. Seychellen und Malediven in einem. Was? Oh, das kostet aber.
Ja, Nintendo mal wieder mit 200er IQ unterwegs. Ja, das ist quasi Happy Home Designer HD Deluxe. Through your work, you'll be in charge of coordinating dream lifestyles for characters. Hier, jetzt habt ihr doch eure mehreren Inseln. Gerade hatten wir es noch im Chat. Ihr bekommt's aber für Geld. The goal of paradise planning is to help characters acquire. Nee, finde ich eigentlich ganz geil so. Jetzt kommt es natürlich auf den Preis an, aber die Idee ist genial. For example, meet Maple. Her dream vacation home is filled with lots and lots of bears. Ab auf die Malediven und ich kann sie selbst designen. Geiler geht's doch nicht. Guckt euch das an hier. Each island has distinctive features. The area around each home, for instance, may differ from island to island. Da lebt sich vielleicht ein bisschen gefährlich. Hoffentlich nicht mehr als 5 Euro. Doch, denke ich schon. Also ein 10er mindestens. Ich würde sogar sagen 15. Aber ein 10er mindestens. Auf dem 3DS war das auch ein eigenes Spiel übrigens. Happy Home Designer, wie gesagt. Pick which ones you'd like to use to start designing. Gott. Create depth by adding lighting to the ceiling. Also für künstlerisch Begabte ist das hier wirklich jetzt ein Paradies. It looks fantastic. While you're at it, why not suggest ideas for the outside? Not only can you place furniture, you can also build fences. Und wie episch schnell das auch alles geht. Du musst doch nicht Stück für Stück alles mit der Hand machen. Du hast so eine geile Ansicht und bum 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 bum. Das ist ruckzuck designt, Alter. Mega. Sogar das Haus kann einfach so verschoben werden. Wie mich das immer abgefuckt hat im Hauptgame, dass du es erst beantragen musst und dann dauert es einen Tag, kostet Geld. Ey, vergiss Seychellen. Ich zieh nur noch hier auf diese Malediven-Inseln. Der Rest juckt mich nicht mehr. Ich komme nie wieder zurück. Save 30 Euro. Oh, nee, ich glaube bei 20 ist Schluss. Ich sag 15 bis 20. Sie werden es jetzt aber sowieso erstmal verheimlichen, weil sie es immer so machen. Und kurz vor Release droppen sie den Preis. Wir wissen ja jetzt auch immer noch nicht, was die N64-Games kosten, ne? Oh, Trennwände, genial. Yo, einfach Villa bauen. Da sehe ich mich drinne. Lighting can be adjusted as well to enhance the overall mood. Oh, ja, dieses Setup. Habt ihr da rechts das PC-Setup gesehen? Das flext meins weg. Finally, polishing can give a finishing touch to the interior design. Polish your furniture with care, and some effects may be added. Dafür hole ich mir Personal. Hallo, ich lebe auf 30 Malediven-Inseln, als ob ich hier noch putze. Da lasse ich jemanden einfliegen per Privatjet jeden Tag. Und die Person macht es dann. Digga, das ist wirklich ein neues Game jetzt. Was ist das? Find's auch lustig, dass sie jetzt hier eine eigene Währung haben. Und der Affe ist ja mal süß. Why not visit clients you've helped out before? It might be good to suggest remodeling their vacation home with different furniture. Aber ich habe keinen Plan, wie wir das alles machen sollen. Das ist viel zu viel. Und man muss ja auch wieder einiges grinden. With your recommendation, two clients can share a vacation home. Vielleicht kommen die Livestreams zurück oder wir verlagern es auf Twitch, muss mal schauen. Und dann kommt vielleicht auf YouTube so ein Best of. Say,
The island on which Lottie's Paradise Planning Office is located has a lot of vacant buildings. You can help Lottie design these as well, to make the island even more robust. Take that is mein Haus. Design by drawing inspiration from your own memories, or craft. Da ist ja auch die Shop-Erweiterung. Other facilities. Oh, was? Man kann eine echte Schule, echtes Restaurant bauen? Krankenhaus. Hör mir auf. You may be delighted seeing others using the facilities. Lol, was? Ja, okay, dann doch 30 Euro. What the fuck? The vacation homes you design are captured in. Also eigentlich können sie die Nummerierung 2.0 gleich überspringen und auf 3.0 gehen. To view the portfolio, use this Nook Phone app, Happy Home Network. From the app, you can visit the homes of previous clients and see how they're doing. Das ist nice, um sich Inspiration zu holen, gerade für Leute wie mich. You'll be able to share your design with people from all over the world. Follow the designers you like. Einfach Tourmodus. Spark inspiration for your own. Das lässt sich zum Beispiel umsetzen. Das können wir machen. Use the Animal Crossing Series Amiibo figures and Amiibo cards to invite clients of your choosing and discuss their ideal vacation homes. With Amiibo, hier kannst du wieder deine bestimmten Charaktere rufen, alles klar? The vacation homes you design for them will hopefully. Das ist gerade ein bisschen zu viel. Ich komme auch nicht mehr mit. So geile Designs. Wie schafft man es, solche geilen Designs hinzubekommen? Wie bitte? Experiment with partition walls, counters, pillars, lighting and soundscapes. You can also polish your own furniture to spruce up your home. And by gifting your residents a special souvenir from Paradise Planning, they may become interested in what the archipelago has to offer. They may even ask you to design a vacation home for them. Viel zu krass. Who knows? Someday, after you've designed a certain number of homes, you might even be able to suggest home remodels to your island residents. What do you think? Oh, ich will da in real life wohnen. With thorough and creative design. That's the work of Paradise Planet. Ey, ernsthaft, unser Animal Crossing Charakter hat Leben einfach fünffach durchgespielt. Nicht nur beste Lebenssituation, hat auch einfach noch einen Job, Villen und Häuser auf Trauminseln zu erstellen. Einfach nur mega krass. Und hier sehen wir es, 25 Euro kostet das Ding. Also, für das, was geboten wird, finde ich das fair. Und das ist wild, dass ich das bei Nintendo sage. The new membership for Nintendo Switch Online. Please visit the official website for more details on Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Digga, Business Tendo glüht gerade. Animal Crossing Amiibo cards. Erstmal neue Aktien kaufen gleich, Kapi. 48 cards, including characters previously not on Amiibo cards, as well as new ones, will be released at the same time as the update. Series 5 of the okay, 25 Euro finden die meisten in Ordnung. Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Also das ist ja wirklich schon ein neues Game irgendwie. Kann man machen. Zusammen mit dem kostenlosen Stuff ist das legit. Und die Integration in den neuen Online-Abo-Service ist so clever. Oh Mann. Ist so clever. €40 kostet das Nintendo Online Plus im Jahr. Ja, dass es nicht günstig wird, das habe ich euch ja gleich gesagt.
Ne? Darüber kann man vielleicht noch ein bisschen mehr diskutieren. Aber den einmaligen Preis, also wenn man sich dafür entscheidet, es einmalig zu kaufen, 25 Euro finde ich legit. 40 Euro für den Abo Plus Service, oh, ja, weniger. Aber ich bin da auch nicht die Zielgruppe für, glaube ich. In jedem Fall hat die Direct sehr heftig abgeliefert. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, sie zeigen jetzt das Café und da jedes einzelne Feature und dann sind schon mehr als 10 Minuten rum. Und dann gibt es noch vielleicht neue Frisuren und ja, irgendwas Kleines und Ende, ja. Aber einfach das Zehnfache überboten. Bin ich nicht gewohnt, dass Nintendo wieder liefert, aber ja, sie fangen wieder an. Sehr schön. Schade, dass die Insel nicht größer wurde. Ja, gut, aber dafür hast du ja jetzt die Malediven nebenan. Das passt dann schon, glaube ich. Nils Foki, danke dir für die Mitgliedschaft. Und Maichele, dir ebenso. Vielen Dank und willkommen hier. Maichele hat jetzt schon den Pilz, sehe ich gerade. Sind gefühlt 10.000 Neuerungen. Ja, kommt auf jeden Fall hin. Endlich wird der Online-Service mehr supported. So kann man es auch argumentieren, ja. Schneiderei fehlt. Hä? Die gibt's doch. 40 Euro im Jahr ist wenig. 40 Euro ist sogar okay für Nintendo-Verhältnisse. Ja, meint ihr? Ich muss nochmal drüber nachdenken, aber. Ja, ich weiß nicht. Also, ich hätte halt wirklich lieber die Virtual Console von früher, wo du die Games, die du haben willst, picken kannst und die auch sofort verfügbar sind und nicht nach jedem Monat neue hinzukommen, wo dann nach einer Zeit auch 95% Garbage ist. Ja. Also auf jeden Fall ist es gut, dass sie dieses Animal Crossing Update da rein included haben. Das gibt auch Hoffnung, dass vielleicht in Zukunft so DLCs da noch in diesen Abo-Service reinkommen. Dann wird er in der Tat attraktiver, aber wahrscheinlich werden sie den Preis auch nochmal erhöhen. Ja, ich weiß es jetzt momentan nicht, aber ich fühle halt diese unveränderten alten Games nicht. So. Meistens noch mit schwarzen Rändern oder ohne deutsche Sprachausgabe. Bildschirmtext. Finde ich ein bisschen frech halt. Aber besser als vorher. Das stimmt. Das stimmt. Gut, Daumen hoch von mir und ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden. In welcher Weise wir das dann featuren werden, weiß ich noch nicht, weil es wirklich viel, viel, viel zu viel ist. Müssen wir mal sehen. Netflix ist teurer. Kostet das nicht 20, 25 Euro? Achso, ja gut, aber im Monat, ne? Stimmt. Ja, aber ich finde auch generell Streaming-Services und Abo-Preise viel zu teuer. Da kann man ja in den Kommentaren noch weiter diskutieren. Jetzt erstmal übers Update freuen und wir sehen uns dann hoffentlich heute Abend bei einem weiteren Stream wieder. Bis dann und nochmal Kuss an Harley Quinn, die jetzt die Blumenmitgliedschaft hat. Ehre. Bis bald.